So, dann machen wir natürlich auch Freundschaftsspiele. So, auch drei Stück. Natürlich Saisoneröffnung und dann, wie gehabt, Tag der Jugend im August. Im September das Fanclub-Treffen. Autogrammstunde. Charity-Gala. Und hier machen wir die natürlich die Weihnachtsfeier und danach Essen und Spieleraussprache. So, dann haben wir da auch sozusagen das erste halbe Jahr geplant. Gehen wir zum Training, machen wir das Gleiche, übernimmt der Assistent, Fitnessexperte und ein Motivations-, neben einem Mentaltrainer. Stellen wir zur Verfügung einmal Spielergespräche. Ja, die Teamdynamik wurde bei beiden Clubs auf jeden Fall vernachlässigt, mit den Spielern zu sprechen. Finde ich persönlich auf jeden Fall sehr wichtig. Ist auch wichtig, dass die Spieler zufrieden sind. Also falls sich mal jemand von euch fragt, warum die Moral eurer Spieler schlecht ist oder warum die vielleicht auch nicht so die Leistung bringen, die ihr gerne wollt, das ist ein großer Faktor hier. Teamdynamik muss sitzen. Also immer schön mit den Spielern sprechen, das hilft wirklich. Wenn das hier im grünen Bereich ist, ist das schon alles top. So, hier haben wir nichts gemacht. Brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir mal Mitarbeiter. Das ist auch alles okay hier. Vorerst. Da haben wir auch alles. Scout haben wir auch drei Stück. Sehr gut. So, Aufgaben. Stellt Jugendmannschaften auf. Ne, zweite Mannschaft kann ich auch verlängern. So, haben wir das auch. Muss ich das hier nochmal einstellen? Nee, ne? Nö. Gut. Ja, dann haben wir erstmal soweit alles. Und warten jetzt eigentlich dann nur darauf, dass die ganzen Spieler zu uns stoßen, sozusagen. 2 Jahre ist aber ein bisschen wenig, ne? So. Okay, der will zu viel Gehalt. Das ist schade. Den hätte ich gern gehabt. Den hätte ich gern gehabt. Oberpeinlich. Den noch ein Handgeld geben, passiert auch nicht viel, ne? Schade. Echt schade. Aber den können wir uns nicht leisten.
auch ein wichtiger Transfer, der Torwart auf jeden Fall. So, wir wollen natürlich eine gute Stimmung in der Mannschaft haben, definitiv. Ich will jetzt nicht zu hohe Ziele setzen. Das heißt, ich mache erstmal, wir werden nicht absteigen. Absteigen wollen wir ja auf keinen Fall. Und ich werde dem Verein treu bleiben, egal was passiert. Wir werden das Scouting verbessern. So, hier machen wir das genauso. Schade, den hätte ich gern gehabt, den Mali. Den Torwart muss ich mir noch mal angucken von Fenerbahce. Haben wir gar nicht drauf geachtet, wer da im Tor steht. Können wir mal kurz Pause machen. Sehr gut. So, Edin Visca, rechts außen. Machen wir mal Stadion. Pressekonferenz reicht. Der hat das Angebot angenommen. Gut. So, hier ist Spieler froh über neue Verpflichtungen, ja. Das ist jetzt auch nicht gerade der Stärkste, ne? Vielleicht können wir ja da den anderen Nationaltorwart verpflichten. Jo. Das ist gut. Das ist sehr gut. Genau, so und jetzt. Also lasst mich ehrlich sein, ich möchte hier auch gerne so spielen. Weil ich mag dieses System einfach mit zwei Stürmern zu spielen, offensiv zu spielen. Genau, aber dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Stürmer. Vielleicht können wir noch mal gucken. Getafe. So ein Sturmtank. 14 Wochen verletzt. Ist zu lang, zu lang. Steil. Vielleicht in Deutschland, dass wir da vielleicht noch mal fündig werden hier. Choupo-Moting. Promoting versuchen. Er hat ja gewechselt, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht.
Haut mich jetzt auch nicht wirklich um hier, ne? Warum zeigt er denn da jetzt nicht alle an? Das verstehe ich nicht. Schade. Petkovic. Volland. Der beendet seine Karriere. Schade, wäre nochmal letzte Station, wäre nochmal eine gute Station gewesen, zu uns zu wechseln. Jovetic. Das ist doch eine gute Sache, wenn wir den kriegen. Na, für 7 Millionen, da kann man nicht sagen. So. Gehen wir mal weiter. Müssen noch in die Taktik reingehen, weil manchmal, also wie hier auch, hat er wieder nicht übernommen. Den Einsatz stelle ich immer auf 100. So, alles andere bleibt erstmal so. Wir speichern das jetzt mal unter. Vier, vier, zwei, Türkei. Genau. So passt das. Weiter geht's. Gucken, ob wir Jovetic bekommen und den türkischen Nationaltorwart. So, Jovetic will auch zu viel Geld. Auch zu viel Geld. Nee. Da wird nichts, aber den Torwart kriegen wir. So, den können wir am Posten am Karriereende bescheren. Sehr gut. Dann müssen wir doch nochmal stoppen. So, Pato ist auch da. Sehr schön. Pato ist ein Dribbler, das heißt, wir bräuchten noch mal irgendwie so einen Strafraumstürmer oder irgendwas. Oder ein Sturmtank. Es wird doch möglich sein, noch irgendeinen Stürmer zu verpflichten. Millionen. Versuchen wir, egal. Dann gehen wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen ins Minus. Das wäre auch das Einzigste.
Yes. So, ab ins Trainingslager. Und natürlich das Teamwork. So, hier das Gleiche. So, hier sind wir auch ein bisschen ins Minus geraten. Aber hier gehen wir noch ein bisschen mehr jetzt ins Minus durch den Stürmer. Und dann sind, glaube ich, auch alle da. Der kommt noch und der kommt noch. Das heißt, ich werde noch ein bisschen mehr hier ins Minus gehen. Egal, kann ich jetzt nicht ändern. Das werden wir schon wieder irgendwie aufholen. Den einen oder anderen Spieler, den werden wir noch verkaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken, welchen wir hier verpflichtet haben.